Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herz, Seele, Ball, Dienstagabend, 22.35 Uhr. Und der Pokal hat doch seine eigenen Gesetze. 90+3. Und der erste FC Saarbrücken schlägt den Bundesligisten aus Mönchengladbach mit 2:1. Unfassbar, es läuft bei mir noch. Und jetzt Halbfinale gegen Kaiserslautern. Das ist da in der Region, die sind ja nur 70 Kilometer auseinander, der absolute Knüller. Bei mir war eine andere Erwartung vor dem Spiel. Wir haben eine Umfrage gemacht. Also erstmal unter meinen Tischtennisfreunden. Ihr wisst ja, dienstagsabends, alte Herren spielen Tischtennis. Bitte Martin einspielen. Da waren die Herren folgender Meinung. So, Achtung, die kurze Herz-Seele-Ball-Umfrage am Dienstag. Wer gewinnt? Gladbach oder Saarbrücken? Saarbrücken. Dortmund. Ach, dann da geht's zusammen. Nein. Ja, natürlich. Wer? Natürlich. Gladbach? Natürlich. Ja, natürlich, Gladbach. Gladbach. Ja, klar, Gladbach. Saarbrücken. Also, das war die kurze Umfrage. Wenn das Spiel zu Ende ist, könnt ihr sehen, ob meine Spielkameraden ansatzweise Ahnung haben. Und ich, um ehrlich zu sein, war auch dieser Meinung. Also das musste jetzt eigentlich das Ende der Saarbrücker Träume sein. Und wir haben dann auch eine Umfrage gemacht hier bei unseren Usern und über 700 Leute haben teilgenommen und da war auch die absolute Mehrheit der Meinung, Mönchengladbach kommt ins Halbfinale. Und die Gladbacher, ich sehe das gerade, die sind jetzt natürlich sehr traurig, schämen sich ein bisschen. Und die Gladbacher Fans, die mitgereist sind, die haben die mal wieder zur Rede gestellt. So schwarze Masken im Gesicht mit einem Megafon. Ich finde das ganz schrecklich mittlerweile. Also, dass die sauer sind, die Fans aus Gladbach, das kann ich ja mehr als gut verstehen. So eine Chance kommt so schnell nicht wieder, ins DFB-Pokal ins Spiel zu kommen. Und jetzt verloren gegen den großartigen ersten FC Saarbrücken. Und es war wieder eine Regenschlacht. Und der Ball blieb manchmal in den Pfützen liegen. Es war Fußball, wie ich ihn eigentlich ganz gerne mag, so unabwegbar. Und die großen technischen Kabinettstückchen, die konntest du da auch nicht zeigen. Das sprach dann vielleicht auch ein bisschen gegen Kaiserslautern. Also der Wettergott muss aus dem Saarland kommen, denn der hat ja so ein bisschen da mitgeholfen, muss man sagen. Jetzt sind die Gladbacher im Interview, sehe ich gerade, oh Gott, was soll man da sagen, wenn man jetzt gefragt wird, wie enttäuscht sind sie oder wie kann man das erklären? Nee, man kann das nicht erklären. Im Grunde genommen nicht, aber es war auch wenig Bewegung bei Mönchengladbach. Der letzte Wille hat gefehlt. Dann haben sie noch 1-0 geführt, wo ich dachte, jo, jetzt geht's so seinen Weg, wie wir das in den Umfragen auch hatten. Nee, alles nicht. Pah, bittere Geschichte für Mönchengladbach. Ich wohne ja hier unweit von Mönchengladbach, bin mal gespannt, welche Gladbach-Fans ich morgen hier so treffe und wie die auf das Ausscheiden im Pokal reagieren. Seoane, tut mir leid, der war klatschnass am Spielfeldrand und ja, er steht jetzt wie ein begossener Pudel da, um die Metapher zu bemühen. Goretzka, nicht nominiert vom Bundestrainer, so sagt man. Also es sickert immer so ein bisschen was durch jetzt schon vor der offiziellen Nominierung. Auch ein bisschen ungewöhnlich, dass das auf diese Art und Weise kundgetan wird. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber sieht fast so aus. So, ein Wochenende mit Fußball-Bundesliga haben wir ja noch vor uns und dann die beiden Länderspiele gegen die Niederlande, um Gottes Willen, Niederlage, jetzt bin ich hier schon, freudsche Fehlleistung, Mönchengladbach und gegen Frankreich, ne? War richtig? Ich glaube ja. So, ich verabschiede mich nach diesem denkwürdigen Pokalabend, da stehen die Herrenreporter vom ZDF im Regen mit den großen, dicken ZDF-Regenschirmen und analysieren. Dabei habe ich das doch jetzt alles schon gemacht. Ist doch gar nicht nötig, Leute. Macht Feierabend. Ich mach's auch. Tschüss, bis morgen. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.